schon wieder abzischt da vorne. Wahnsinn. Meine Güte. Naja, und jetzt müssen die sich natürlich einreihen. Das kennt man ja vom Bahnradsport. Gilt ja auch diese Regel Windschatten und so? Nö, das gibt's ja gar nicht. Na, aber Formation fand ich schon ganz schön so. Wir haben es tatsächlich ausprobiert, ob es irgendwie Sinn macht, hintereinander herzufahren. Das macht aber relativ wenig Sinn. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich von vornherein die Reihenfolge festgelegt. Der jetzt in Führung liegt, ist der Jens Stötzner, ein ehemaliger Weltklasse-Triathlet, der hier teilnimmt. Und der ist so von den Rundenzeiten einer der besten gewesen. Und der wird jetzt hier mal die Geschwindigkeit vor. Bleibt man in der Formation oder fährt jeder sein eigenes Rennen, weil ja am Ende zusammen addiert wird? Momentan haben wir so ein bisschen festgelegt, dass der Stärkste vorne wegfährt, dass wir es also so haben, dass sie sich gegenseitig nicht behindern. Gut. Trotzdem werden wir auch Signale geben, falls irgendwie einer hinter Rad zu kommen kommt, dann das Vorderrad sehr leicht entgegen. Es ist ein Balanceakt, die Kraftverteilung zwischen vorne und hinten und überhaupt dabei eben auch noch den Vortrieb zu finden. Das ist eine Herausforderung für unsere Sportler hier auf dem Fahrrad. Sehr gut, tolle Idee. Jetzt fahren sie relativ schnell, aber wenn man bedenkt, welcher Widerstand da ist, ist das eine höllisch anstrengende Angelegenheit.